Ja, Leute, ich bin's wieder, Quette-Olf, mit der dritten Folge von Super Mario 64 DS. Willkommen, hier befindet sich die Fragezeichen-Schalter des Schalterpalastes. Tritt auf dem Fragezeichen-Schalter ganz oben im Inneren des Regenbogenrings. Die Folge ist nachsynchronisiert, also wundert euch bitte nicht, wenn der Text jetzt hier so lange hängt und ich einfach irgendwas anderes quatsche. Es liegt einfach daran, mein Mikrofon wurde nicht richtig aufgenommen. Ja, hallo. Geht das jetzt weiter? Wenn du den Schalter betätigst, werden alle Fragezeichenblöcke, die du findest, solide. Spring gegen sie, damit sie zeigen, was in ihnen steckt. Und das war jetzt zum Beispiel zu schnell. Und ich... Ja, hier steht noch, Mikrofon fehlt. Ich habe leider die Originalaufnahme gelöscht. Und deswegen... Mikrofon fehlt nicht. Könnt ihr gerade hören, da bin ich so eben gegengekommen. Bei dem Versuch, was habe ich denn gemacht? Ich glaube, da habe ich nur den roten Schalter aktiviert. Danach der Versuch habe ich dann die roten Münzen gesammelt. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Auf jeden Fall jetzt mache ich Stampfattacke runter. Betätige den roten Schalter. Du hast den Fragezeichenschalter betätigt. Soeben sind alle Fragezeichenblöcke solide geworden. Spring gegen sie, damit sie ihr Inneres zeigen. Möchtest du speichern? Natürlich. So, und weiß gar nicht. Habe ich hier schon was? Wir sind die friedlichen Bob-Oms. Genau, das war der. Genau, doch, ich weiß, worüber ich hier erzählt habe. Ich habe hier erzählt, dass... mit Flügeln an seiner Mütze kann Mario abheben. Um abzuheben, muss er einen Dreisprung auswählen. Um zu landen, muss er sich ducken. Ducken. Drücke im Standardmodus Steuerkreuz nach oben, um nach unten zu gleiten, und drücke es nach unten, um an Höhe zu gewinnen. Bei dem Schiebepad ist es genauso, wenn man mit dem 3DS so wie ich spielt. Bist du bereit für einen Höhenflug? So, hier fliege ich runter, weil ich nochmal von vorne anfangen muss. Ich habe nämlich komplett die Höhe verloren, was aber jetzt auch egal ist. Was ich eigentlich sagen wollte, worüber ich hier erzählt habe, ich habe bei meinem Original-Durchspielen es nicht geschafft, bis kurz vorm Ende, dass ich hier alle roten Münzen hatte. Es war einer meiner letzten Sterne mit. Und ja, hier schaffe ich es beim dritten Mal. Ich habe es aber so zusammenschneiden können, dass es aussieht, als wäre es gleich beim ersten, beim zweiten Mal geklappt. Dabei saß ich da, glaube 7 Minuten oder so, um die alle zu kriegen. Und übrigens ist die Hitbox von Mario sehr verbuggt, was man hier sehen kann. Also es war für den DS nicht so wirklich ganz ausgereift. Das wären die einzigen beiden Münzen bisher gewesen, die ich regulär eingesammelt habe. Bei den anderen Bäden bin ich eigentlich zu hoch gewesen davor. Und hier, der letzte hätte auch nicht mehr zählen können. Hier habe ich versucht, in den Stern reinzustampfen, aber ich habe mich auf der Karte ein bisschen verschätzt. So, ich weiß gar nicht, worüber habe ich noch in diesem Video gequatscht. Ja. Man merkt daran, ich hatte eine Aufnahmesession in Anführungszeichen, ich habe die ersten Bienenparts hintereinander aufgenommen. An den Leben kann man es halt immer wieder gut erkennen. Hier habe ich, glaube ich, gedacht, den Hasen hatte ich noch nicht, obwohl ich ihn doch schon hatte, wie sich ja dann herausstellte. Aua, lass mich sofort unter, du hässlichen Grabscher. Ich habe den Schlüssel, den ich gefunden habe, doch schon gegeben. So, und ich weiß gar nicht, welchen Stern habe ich denn hier jetzt geholt. Der Schatz in der Höhle. Genau, das war der Stern, wo ich erst dachte, den kann ich nur mit Luigi holen. Aber dann habe ich auf der Karte gesehen, dass es doch nicht so war. Hier habe ich, glaube ich, schon philosophiert, dass wir die Kanuno eventuell bald bräuchten. Oder bald freischalten würden. Irgendwie so. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wo habe ich denn hier gequatscht? Keine Ahnung. Da jetzt so oder so viel Zeit beim Schwimmen drauf geht, habe ich so oder so noch was zu sagen. Mir gefällt gerade, ob ich ja sage, viel zu oft so oder so. Nein, das, was ich eigentlich sagen möchte, beziehungsweise fragen möchte... Würdet ihr eine Pokémon Ultrasonne und Ultramond Hardcore Challenge mal sehen wollen? Ich habe eine etwas coole, beziehungsweise für mich eher
alltägliche... Genau, hier war ich die letzte, wo ich gucken wollte oder zeigen wollte. Das ist der Stern, den man später mit Luigi holen muss. Hier stelle ich mir ein bisschen wie der letzte Mensch an. Auf jeden Fall, um hier zurückzukommen bei Pokémon. Wenn ich Pokémon spiele, habe ich so oder so immer nur ein bestimmtes Team aus 6, was ich eigentlich so gut wie gar nicht durchwechsel, bis auf mal ein, zwei Pokémon mit dem Mangs. Aber die Hardcore-Challenge immer und nicht so, wie ich es gern machen würde, dass ich, wenn ich zum Beispiel... Mein aktuelles Team besteht aus... Riolu, Arcani, Arctos, worüber ich sehr stolz bin. Dann mein, was natürlich immer dabei sein muss, mein Magneson und mein Ibitak. Das waren jetzt fünf. Nee, Quatsch, das waren ja alle sechs, oder? Habe ich jetzt eins vergessen? Nochmal von vorn. Riolu Arcani. Ach so, genau. Wie, ach Gott, wie heißt denn Pokémon jetzt richtig? Hat den Spitznamen Atari? Altaria, so war es. Das ist noch mit drin. Und das kann ich bei der Hardcore-Challenge zum Beispiel nicht machen. Da muss ich von jeder Insel mindestens ein Pokémon bei haben. Und ich darf halt das Team nicht auswechseln. Also das heißt, ich muss von Anfang an genau wem welche Pokémon fange ich und welche nicht. So, und das hier habe ich glaube darüber philosophiert, dass der zweite Kampf gegen König Popomb ist. Hier wollte ich glaube zeigen, wie man am schnellsten mit der Kanone dorthin kommt. Wenn es ein bisschen blöd gelaufen ist, ich hätte nämlich mir ganz einfach machen können. Hier hole ich mir noch zurück, was ich irgendwie nicht ganz so schaffe beim ersten Mal. Worüber habe ich noch gesprochen? Aber zurück zu Pokémon. Wollt ihr sowas sehen? Wenn ja, dann könnt ihr hier bei der Abstimmung auf Ja klicken. Wenn nein, dann auf Nein. Und wenn ihr mir sagt, es ist euch egal, ihr guckt das, was euch gefällt und was nicht, dann könnt ihr ja auf den Egal in der Mitte dann drücken. Und da habe ich mich gerade ein bisschen selbst in die Luft gesprengt. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt so probiert, einen Wandsprung auszuführen? Ja. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, ich könnte da einen Wandsprung machen. Da hat es kurz die Aufnahme gehangen oder das war das Video an sich. Da wurde ich von... Ja, es hängt am Video. Bei der Aufnahme ist es ja flüssig gelaufen, da hatte ich ja auch kein Problem mit dem DS. Ich weiß gar nicht, was waren meine Missionen? Hier habe ich mich glaube aufgeregt, dass ich dann den Bob-Omb habe explodieren lassen, ohne ihn vorher in der Hand gehabt zu haben. Genau, und hier erkläre ich gerade was über den Maxi-Pilz in dem Fall. In den normalen Pokémon-Spielen ist es... Pokémon. Genau, das ist Pokémon! Das ist das berühmte Mario-Mon! Hier klang es gerade so, als hätte was geklingelt. Naja. Nein, also... Es ist so, dass die in den normalen Mario-Spielen... Da wurde ich gerade überrollt. Das da ging mir auch aufgeregt, dass es so richtig unfair war. Auf jeden Fall, in den normalen Mario-Spielen ist der rote Pilz eigentlich dafür, dass man größer wird. Und hier in Super Mario 64 diente halt als Maxi-Pilz. Und das hier ist der reguläre Kampf gegen König Popomb. Der König gibt sich nicht durch eine Niederlage geschlagen. Ich habe mir von Bowser einen neuen Stern besorgt. Und ich habe meinen Bart verändert. Mich hält niemand auf. Wenn du den Powerstern haben willst, musst du ihn mir schon mit Gewalt abnehmen. Aber dazu musst du erstmal an meinen Rücken herankommen und mir das Fliegen beibringen. Das wirst du nie schaffen. Zisch ab, du Furz. Was ist mit dem Bart? Es gibt nur einen richtigen französischen Bart und den hat Hercule Poirot. So wie er sich mal darstellt. Dabei hat David Sasche mit dem falschen Bart tatsächlich es richtig gut getroffen. Am besten ist zwar immer noch Peter Ustinov mit dem Bart und seiner Darstellung des Poirots. Aber so wie ich mich mit der Serie Poirot immer mehr anfreunde, finde ich eigentlich David Sasche, der hat wirklich so das, was Agatha Christie in ihren Büchern immer beschrieben hat. Nur eine Sache hat er nicht wirklich, hat nicht dieses typisch Belgische drauf. Genau, und hier will ich gerade erklären, was total unlogisch ist. Ich kann den zum Beispiel auf den Boden schmeißen.
Und wenn ich ihn jetzt von dort runterschmeißen würde, fliegt er erstmal sehr lange runter. Und dann kann er noch zig Meter hoch fliegen. Und dann kommt... Du musst fair kämpfen. Es verstößt gegen die Regeln, den König aus dem Ring zu werfen. Ich kann schon wieder nicht lesen. Ja. Ich habe ja eine ganze Menge nachzukommentieren. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Aua, das tut weh. Im Anschleichen bist du noch nicht so gut, aber du bist verdammt stark. Ja, weiter. Und da kommt gerade eine Textnachricht bei mir auf. Ich war schon lange auf der Suche nach einem Diener wie dir. So schnell konnte ich gar nicht weiterlesen, weil ich von dieser Textnachricht gestört wurde. So, da haben wir auf jeden Fall einen Stern gesammelt. Und was war noch? Ich hatte auch noch was wichtig. Ach, genau. Aber das werden wir ja gleich sehen, oder? Ich weiß ja nicht, was jetzt kommt. Wie viele Minuten sind wir eigentlich? Oh, jetzt kommt gleich eine Stelle, wo ich mich darüber aufregen werde. Aber nicht in dem Level, weil ich hier weiß, dass da die roten Münz-Challenge war. Genau, die Rutschpartie um die 8 Münzen. Wir werden sofort wieder aus dem Level rausgehen, also von daher nicht wundern. Wir suchen... Da... Ach genau, hier will ich jetzt zeigen, wie... Weil wir doch in der ersten oder zweiten Folge da einen Stern eingesammelt haben, den ich rede... Genau, hier. Wir haben den 6. Stern damals gesammelt, als wir uns gegen die Wand geschossen haben. So... Das zeige ich jetzt so oder so nochmal, also war es eigentlich total dumm, was ich gemacht habe. Fällt mir jetzt im Nachhinein so auf. Rote Münzen auf einer einsamen Insel. Oh, die Mission kotzt mich jetzt schon an. Hier werden wir uns sofort auch wieder rausschmeißen, dann... Ja, dann... Ja, dann... Was kam denn jetzt für eine... Ach genau, jetzt muss ich... Entweder habt ihr jetzt gleich hier keinen Ingame-Sound mehr, weil ich ihn rausschneiden muss. Oder durch mein Geplapper wird er nicht mehr ganz wahrgenommen. Also ich hoffe Letzteres, weil es sonst echt blöd wäre. Oder... Nee, ich werde den Ingame-Sound eigentlich... Was eigentlich total schwachsinnig ist. Was ihr nicht wisst, ich hatte ja die Folge schon mal hochgeladen. Und dann hatte ich eine Nachricht bekommen von YouTube, Urheberrecht, wieso? Und dann kamen mir so richtig merkwürdige Leute da irgendwie vorgeworfen, ich hätte von denen diesen Soundtrack verwendet, wo ich mir, hi, ich mach die Honolulu-Haubitze für dich bereit, vorgeworfen hatten, ich hätte deren Komposition verwendet. Und ich habe nachgeguckt, die hatten sowas nicht mal und YouTube hat's aber nicht... Hat's aber irgendwie, naja, hat nicht nachgeprüft richtig. Und ich hatte ja erst Widerspruch eingelegt, so und so sieht's aus, und dass das nicht mal deren Komposition ist, sondern die von Koji Kondo. Ja, aber dann musste ich das Video trotzdem irgendwie runternehmen. Also die haben es nicht werten lassen. Und hier weiß ich auch noch, da habe ich glaube darüber gesprochen, über mein Trefferbild beim Schießen. 9 von 10 Schüssen treffe ich immer. Der 10. ist immer so, wenn ich ruhige Hand habe, dann ja, und wenn nicht, dann nicht. Auf jeden Fall, naja genau, da hatte ich noch eine lustige Anekdote. Wenn wir bei mir hier in der Stadt, oder beziehungsweise... In meinem Stadtteil findet ja der von Weihnachtsmarkt immer statt. Da die Schießbude, wo ich Stammgast bin, da ist. Beziehungsweise damals auch, war glaube ich mein 2. oder 3. Jahr hintereinander. Auf jeden Fall war es halt so, ich hatte 9 Treffer. Und neben mir stand eine Frau mit ihrem Kind und die ist mir immer mehr auf die Pelle gerückt und hat immer so blöde Kommentare gemacht wie, oh, der schießt ja ganz gut. Mann, der ist ein richtiger Scharfschütze und so weiter. Und die ist wirklich immer näher gekommen, immer näher. Und im Winter, ja, zieht man sich warm an, aber ich glaube, ich hätte mich gar nicht warm anziehen brauchen, hätte ich gewusst, wenn das so eine Frau da ist. Die war ja penetrant
bis aufs Lied nicht mehr. Und dann beim 10. Schuss hatte ich halt angelegt, hier, das fand ich auch unfair, dass ich einfach runtergerutscht bin. Auf jeden Fall, ich wollte schießen und sie war dann so dicht und ich habe mehr als nur verrissen beim Schießen. Also die Kugel ging nicht mal wirklich in die Nähe von diesem Stern, beziehungsweise von diesen Zielen, sondern ging komplett daneben auf etwas, worauf ich gar nicht gezielt habe. Und im Endeffekt war es dann so oder so egal. Ich hatte einen neuen Treffer und eigentlich so, meine ersten zwei Schießen ist so warm schießen, da bin ich immer sehr gut. Also da habe ich bisher immer geschafft, die 10 Schüsse voll zu treffen. Und danach geht's eigentlich immer so runter mit meiner Konzentration, dann bin ich so bei 9. Meine Anfangszeit bestand eigentlich daraus, dass ich immer so 7 bis 8 getroffen habe und jetzt ist eigentlich so, ja, hier rote Münzen auf hoher See, da werden wir uns, gehe ich auch sofort wieder aus dem Kurs raus. Auf jeden Fall ist jetzt eigentlich immer so, dass ich, sobald ich beim Schießstand bin, mich da die Frau sieht, die weiß ganz genau, was sie haben will. Ich lege das Geld hin, sie macht alles und ich mache da meine 10 Treffer. Hier war jetzt auch Mare geht in die Luft. Hier musste ich auch zusammenschneiden, weil ich zu oft einfach an dieser einen Münze vorbeigeflogen bin. Ihr werdet ja sehen, dass man es sehr schwer erkennen kann. Weil das Problem ist einfach, dass man da nicht wirklich diese Hauptmünzen, die man eigentlich einsammeln muss, von den anderen unterscheiden kann. Das sind halt ganz normale rote Münzen, gelbe Münzen mit einem bestimmten Zahlentrigger. Und das hier war zum Beispiel der Trick, wie man schneller zum König Bobom kommt. Ja. Und hier habe ich etwas darüber erzählt. Genau. Wegen diesem roten Münz-Challenge und der 100 Game Coin, die man einsammeln muss. Da habe ich mir gedacht, könnte ich auch Fragen beantworten. Ja, es machen viele YouTuber so, aber was willst du denn anderes machen? Ihr könnt mir Fragen stellen unter dem Hashtag Quettosfragen eure Fragen. Beziehungsweise, was habe ich noch gedacht? Ihr könnt auch mich Sachen fragen, zum Beispiel lustige Anekdoten aus meinem Leben, für die Leute, die nicht wissen, was eine Anekdote ist. Das sind, Lebensgeschichten. Also nicht jetzt so zum Beispiel, bin dann und dann geboren, hatte das und das Erlebnis, sondern einfach nur so, ja, mir ist das und das mal passiert und das ist mir so und so gegangen. Ich weiß gar nicht, warum habe ich ihn hier nicht geschnitten? Ich glaube, weil das schneller ging dann. Oder weil hier auch nochmal was passiert ist? Ich weiß es nicht. Nee, Quatsch, hier, wo ich immer runtergeflogen bin, das habe ich rausgeschnitten. Hier war es nämlich so, dass ich eben mal aus Versehen eine Stamperattacke aus... Nee, Quatsch. Die Stamperattacke hatte ich eben mal falsch gesetzt, aber dann bin ich beinahe runtergeflogen, konnte mir aber noch retten. Es war hier war es eben mal an der Stelle, dass mir da die Flugkraft ausgegangen ist und ich aber nicht drauf geachtet habe und dann auf einmal runtergesegelt bin und dann, scheiße, was ist denn jetzt passiert? Und hier war der letzte Stern und jetzt... Hier wollte ich halt auch machen, dass ich in den Stern mich reinstampfe. Da weiß ich nicht, oder reinfliege sogar. Ja, hier hat man auch wieder gesehen, dass es ein bisschen verbuggt ist. Eigentlich hätte ich gar nicht den Stern einsammeln können. So, es war der 21. Stern. Von 16 nach 6 sind es noch nicht. Aber es sind 5. Findet ihr die 8 Münzen. Das machen wir nicht. Was haben wir denn jetzt gemacht? Genau, jetzt kommt was ganz Tolles, wo ich mich auch schon freue, wenn ich dieses Level wiederholen darf. Die Powersterne haben das Schloss gebrochen, welches Bowser an der Sternentür angebracht hat. Nun kann man die Tür öffnen. Was man nicht sagt.
Und da, was habe ich denn hier gemacht? Ach genau, Peach! Oh Peach, wir werden dich retten! I, wer bist du denn? Und hier habe ich einen Trick gezeigt, wie man das die ganze Zeit auslösen kann, ohne reinzufallen. Ich weiß nicht warum. Buhaha, du bist genau meine Verlockung. Ich wusste, dass du so blöd sein würdest. Ich warne dich, Freundin. Pass auf. Ich hätte vielleicht hier mal reinsprechen sollen, nicht unter Mikrofon. Auch wenn das ein Mikrofon von Sato-Mikrofon ist und eigentlich keine Probleme. Ah, genau, hier habe ich schon probiert. Also, warum habe ich denn das nicht rausgeschnitten eigentlich? Zack, da falle ich runter, weil ich geburnt bin. Ja, es geht eigentlich jetzt so dreimal oder viermal hintereinander sogar so, bis ich dann wirklich zu Bowser gehe. Und dass diese nervige Textbox immer wieder aufplöppt, ja, dafür kann ich nichts. Und was noch problematischer an diesem Level ist, hat man später noch Wario und Luigi freigeschalten. Also mit Yoshi kommt man schon nicht in dieses Level rein und mit Wario und Luigi später auch nicht. Man muss hier immer in dieses Level mit Mario rein. Genauso wie dann im letzten Bowser-Level. Ich habe keine Ahnung wieso. Man kommt... das erste Mal kommt man immer nur mit Mario rein. Aber es gibt... das mittlere Bowser-Level. Also das zweite. Da kann man... auf jeden Fall, nachdem man Bowser besiegt hat... mit den anderen rein. Aber in den ersten und im letzten kann man zum Beispiel nicht. Und ich sehe gerade, mit einer Powerblume kann Mario wie ein Ballon fliegen. Drücke im Standardmodus immer wieder B, damit Mario nach oben gleitet und drück dich, um zu landen. Verwende das Steuerkreuz, um die Richtung zu ändern. Versuch es mal. Und hier habe ich auch einen Tipp gelassen mit dem Schiebepad. Ja, ich sehe gerade eigentlich, dass mir mein Essen unten warm wird. Ich wollte kein warmes Tzatziki. So... was, genau, heute war, heute kann ich auch mal was Aktuelles erzählen. Heute ist das Boot von meinem Opa wieder ins Wasser gelassen worden. Das heißt, er wird im Sommer wieder mit dem Boot unterwegs sein und ich darf die Zeit in meinem ich freue mich schon wieder in den sechsten Buch zu fahren. Meine Sprache verlässt mich. Und die Aufnahme hängt ein bisschen auf, nicht die Aufnahme des Videos. Ich weiß nicht warum, aber mein Schnittprogramm hat anscheinend irgendwie es nicht geschafft, richtig zusammenzuschneiden. Ja, was passiert denn hier genau? Hier kriege ich Angstzustände, immer wenn Mario beinahe runterfällt. Beziehungsweise sogar jetzt runterfällt. Auf jeden Fall war es halt so, mein Bruder und ich sind heute früh um 8:30 da gewesen im Hafen. Und wir haben gesehen, die erste Halle ist ja noch voller Boote. Mein Opa hat aber zu uns gesagt, wir sollen 8:30 da sein, weil ja um 9 bzw. um 10 alles vorbei ist und er nicht wisse, wann er rankommt. Und so ist richtig deutsch. So, wir also dahin und dann kurz vor um 11 ist er rangekommen. Mein Bruder und ich haben die ganze Zeit dort ausgeharrt, konnten nicht aufs Boot gehen, weil ja alles zugestellt war. Beziehungsweise wir konnten auch nicht nach hinten schon mal zum Anleger oder irgendwie so gehen. Nein, wir sollten vorne verweilen. Weil ja einer, nachdem er das Boot zu Wasser gelassen worden ist, das Tau dann wieder runterwerfen musste. Und hier falle ich glaube gleich auch nochmal runter. So, auf jeden Fall war es dann auch so, dass der ganze Tag ein bisschen stressig war. So, dann war ich... Was war noch heute so? Ich habe nämlich keine Themen mehr, die ich erzählen kann. Ich dachte eigentlich, die Aufnahme wäre kürzer gewesen. Ich war auf dem Friedhof und bei meinen Urgroßeltern, deren Grab. Und ich bin schockiert. Das Grab ist immer noch mit Weihnachtszeug geschmückt. Meine Mutter und ich haben schon gesagt, entweder nächste oder übernächste Woche gehen wir nochmal gucken, wenn da nichts ist, dann machen wir das Grab. Ist eigentlich schändlich, was da die Verwandten, die Nächstverwandten machen, aber naja.
Meine Oma lebt nicht mehr, sie macht's ja. Kann's ja nicht mehr machen. So. Ich probiere, glaube ich, jetzt nochmal diesen Stern zu holen, dann gehe ich zu Bowser. Und hier gibt es eine Anmerkung. Dieses Level ist gut zum Leben farmen. Weil man hier 3 oder 4 One-Ups insgesamt kriegt. Oder, nee, Quatsch, gehe ich jetzt nicht gleich zu Bowser? Ja, ich gehe jetzt gleich zu Bowser. Bye-bye. Na, das nenne ich aber Pech. Prinzessin Peach ist nicht hier. Und die Lache kann ich nach wie vor nicht. Mach ruhig. Versuch mich von hinten zu greifen. Du wirst mich nie in die Luft fegen können. Ein kleiner Poppy wie dich wird mir. Wie du wird mich nie in die Luft. Hallo, Kreis von mir, also zieh diese. Ich konnte so schnell nicht lesen. Mann. Was war das jetzt für ein Geräusch, Bowser? Ja, warum ist mir das vorher nicht aufgefallen? Wirbel, 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 wirbel. Will, lass dich auch mal los. Genau, ich. Ja, da habe ich voll daneben geworfen. Ich weiß gar nicht, warum habe ich denn da Schaden genommen? Wegen der Druckwelle? So, eigentlich hätte ich hier Schaden nehmen müssen, aber ich habe doch keinen genommen. Hier der war zu schwach. Hier sehe ich nichts und renne wieder weg. Man merkt, mir sind wirklich die Gesprächsthemen ausgegangen. Ich versuche auch wirklich nicht, worüber ich noch erzählen soll. Ich habe Wochenende, man merkt, ich habe nicht viel zu erleben. So, da haben wir ihn auf jeden Fall getroffen. Grau. Ich war etwas zu sorglos. So war das nicht geplant. Aber noch gehört die Macht der Sterne mir. Und ich habe Pech. Nein, Peach. Wie auch immer sie heißt. Und die Lache, die ich nicht kann. Von mir bekommst du keinen Stern mehr. Und da bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Ich bin noch lange nicht fertig, aber für dich heute lasse ich dich laufen. Das war falscher Satz, aber lassen es. Du wirst dafür bezahlen. Später. Und nochmal die Lache, die ich nicht kann. Mein Deutsch ist heute so grottig. Damit haben wir den Schlüssel für den Keller erwischt. Bowser Schattenwelt geschafft. Nein, haben wir nicht. Da fehlen noch 2 Sterne. Mir fehlen auch in dem ganzen Aufnahme noch 4 Sterne. Nee, 3. 24 müssen insgesamt sein. Genau, hier ist der große Buhu. Der erscheint, wenn 14 Sterne vorhanden sind. Und hier hatte ich den Stern komplett vergessen, dass es hier einen roten, 8 rote Münzenstern gab. Ja, hier stelle ich mich ein bisschen wie der letzte Mensch an. So, der größere Buhu ist immer der hier das Level, Haunted Mansion. Ne, nicht Haunted Mansion. Das ist Disneyland. Was heißt denn das? Big Boo's Haunt. Wie heißt das jetzt im Deutschen? Oh ey, das ist furchtbar. Ich kenne fast nur die englischen. Hier hatte ich 2, hier hatte ich Sorge. Ich kenne fast nur die englischen Bezeichnungen der Level. Warum denn? Ich guck doch gar nicht so viel englische YouTuber. Außer WatchMojo.com. Und Schnau.
Ich hab meinen Onkel, der Ami ist, und... Ja, genau, da hab ich ein bisschen Angst gehabt, dass ich da bin. Ja, das war die Hochrunde. Warum ist denn der da am Baum gegangen? Ich spreche schon wieder vom Mikro weg. Hab ich den nächsten Stern gut? Nein, hab ich nicht. Aber einen anderen Stern dann. So. Danach haben die eigentlich fast nur noch leere, sind es fast nur noch leere Buhus, beziehungsweise haben gelbe Münzen. Wow, ein weiterer Powerstern. Du bist stärker, das ist doch sehr stark. Möchtest du speichern? Ja, ich go. Ich muss hier, ich immer diese blöde Nachbarn. Möchtest du speichern? So ganz random? Da ist auf jeden Fall ein geheimes Level hinter, was im Multiplayer gespielt werden kann. Musik ist so schön, fühlt sich für mich sehr schwer, auf der Gitarre zu spielen. Jetzt fang ich auch so an, das hasse ich so sehr. Ja, hier, in dem Level stelle ich mich auch manchmal ein bisschen blöder an. Ja, hier, genau. Wenn man hier irgendwo gegenkommt, verliert man Sterne, aber das hatte ich logisch schon mal gezeigt, als wir schon mal so eine ähnliche Mission hatten. Da, da, na, na, na. Das ist das, das ist der dritte Stern. Ich glaube, den zweiten Stern, da habe ich nicht genau aufgepasst und bin immer komplett vorbeigerannt. Ist mir hier nicht sogar aufgefallen, dass ich hätte noch angehen müssen. Gerade so erwischt. Oh, ich hab Hunger, ich will mein Tzatziki. Ich habe kein Gespräch mehr, ich habe Hunger und will essen. Bitte, wie lange geht denn das noch? Ach, ey. Ich darf euch noch eine ganze Weile mit meinem Geschwafel nerven. Dann da bei mir, das war hier. Hier war ich kurz orientierungslos. Und da habe ich mich echauffiert über diese kleinen Kackviecher. Jo. Und da hatte gerade die Musik einen kurzen Hänger. Warum habe ich gerade einen Doppelsound? Stimmt nicht. Das fängt auch so an wie bei der schwarzen Witwen-Challenge. Irgendwas stimmt nie. Irgendwas ist immer, läuft immer bei der Aufnahme falsch. Damit öffnen wir jetzt den Keller. Der Schlüssel, die spawnt einfach. Gott, klingt das furchtbar mit diesem Hall-Effekt. Die Hasenjagd, genau deswegen hat es so lange gedauert, weil ich die Hasenjagd nur noch gemacht habe. Ja, der. Aua! Lass mich runter! Du brauchst mich nicht gewalttätig zu werden! Du brutal! Mein Deutsch geht auch schon wieder grottig! Ich habe den Schlüssel gefunden! Also gehört! Fall nach unten! Ja, mir! Oder steht da dein Name drauf? Wohl kaum! Und auch wenn du mich loslässt, gebe ich ihn dir nicht! Wo ich es doch mache. Ich habe einfach ein Sprachfehler. Du hast einen Schlüssel zu Prinzessin Peach Geheimschublade im Spielzimmer erhalten. Und kannst du weitere Minispiele spielen. Möchtest du speichern? Mir ist gerade aufgefallen, ich habe die falsche Stimme für den Hasen verwendet. Ich glaube, das klang mehr nach einem Toad. Ja, das kann jetzt eine Weile dauern. Ich weiß gar nicht. Ich bin nur immer... Ich habe diesen Hasen einfach gejagt, halt mir es so fest und jetzt brauche ich wirklich Gesprächsstoff, weil diese Jagd langweilig war, weil ich mir auch zu... Weil ich einfach oben mit... Weil die Tastatur... Tastatur, genau.
weil auch einmal die Knöpfe am DS nicht richtig funktioniert haben. Und mir fällt jetzt gerade auf, ich habe den Spuckschutz gar nicht vor meinem Mikrofon. Also könnte meine Aussprache etwas mehr PPT, also mehr Volumen haben als sonst, weil ich jetzt viel näher am Mikrofon sitze. Diese Aufnahme habe ich sogar schon so gemacht. Jetzt sind sie wieder, oder war da auf jeden Fall ein Modell vom Hasen? Habe ich schon sogar aufgenommen, wie ich mir das jetzt noch eingerichtet habe. Vorher, müsst ihr euch vorstellen, stand mein Mikrofon und mein Rechner in der Ecke von meinem Zimmer. Aua! Lass mich runter! Achso, das war derselbe Text. Und das war schon wieder die falsche Stimme. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Hasen gesprochen habe. Das ist derselbe Kack, den ich vorher vorgelesen habe. Möchtest du speichern? Auf jeden Fall, mein Rechner stand in der Ecke auf einem ganz kleinen Tisch, wo jetzt mein Drucker steht. Und dahinter stand mein Mikrofon sehr merkwürdig eingeklemmt zwischen Wand und diesem Tisch. In den Krallen des Riesenvogels ist das erste Level von Bobby Baba Wüste. So, auf jeden Fall habe ich es jetzt so gemacht, als ich von meinem Vater zurückkam. Und mein Handy alle war. Beziehungsweise nicht nur mein Handy alle war, sondern auch das WLAN nicht richtig funktioniert hat. Dass ich ein bisschen umgeräumt habe. Jetzt steht der Drucker auf diesem Tisch, wo vorher der Rechner stand. Und mein Rechner steht jetzt an der einen Ecke von meinem Schreibtisch. Und daneben steht das Mikrofon und nimmt jetzt meiner Mappe Platz weg. Aber das stört mich ja nicht. Ich komme immer noch ins Fenster ran. Das stört eher meine Mutter, weil sie jetzt sich ein bisschen strecken muss. Weil sie ja der Meinung ist, ich lasse mein Fenster viel zu lange offen, dass mein Zimmer im Winter mal auskühlt und so weiter. Was bei mir auch so richtig komisch ist. Im Sommer muss mein Fenster zu sein. Wehe, wenn ich... Also ich lasse es eigentlich im Sommer oft offen, aber mein Zimmer wird halt relativ schnell warm. So, und das mag ich halt nicht, deswegen lasse ich mein Fenster im Sommer mal zu, da bleibt mein Zimmer auch kühler. Und im Winter mache ich es jetzt auf. Ich bin ein Winterkind, ich mag es kalt. Ich mag es nicht warm. Und damit haben wir den 24. Stern von der Folge und ich glaube, jetzt verabschiede ich mich schon, ja. Und mit diesem 24. Stern in den Krallen des Riesenvogels würde ich schon sagen, war es das? Oh Gott, ich habe zu langsam gesprochen. Oder? Ja, dann ciao, Leute, das war's.